Hallo ihr Lieben, ich bin Maike vom Essen Poppenwickel. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen und wir wollen jetzt ein High-Intensity-Training machen. Das heißt ein Intervalltraining. Wir trainieren gleich 30 Sekunden, entweder am Boden oder oben im Stand und machen 15 Sekunden aktive Pause, indem wir laufen. Egal, ihr könnt euch aussuchen, wie schnell ihr lauft auf der Stelle. Wir machen jetzt ein kleines Warm-up. Und dann zeige ich euch vier Übungen, wo wir zwei Durchgänge machen. Okay, es geht los mit dem Warm-up. Kreis die linke Schulter weit zurück. Seite weg. Und beide Schultern weit zu. Schultern weiter eng zusammen. Brust auf. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid
seid ein bisschen warm geworden. Jetzt bleibt ein bisschen in Bewegung, geht auf der Stelle. Ich zeige euch jetzt die vier Übungen, die wir hintereinander wegmachen. Wir fangen mit der ersten Übung. Erst laufen wir 15 Sekunden, ganz wichtig. Dann 30 Sekunden ziehen wir die Knie hoch. Soweit es geht, nehmen die Arme leicht mit. Dann wieder 15 Sekunden laufen. Dann Füße hüftbreit gestellt, Füße leicht nach außen, Kniebeuge, Po schön zurückschieben. 15 Sekunden laufen. Dann geht es in den Unterarmstütz und wir schieben vor und zurück. Bauch und Po ganz fest angespannt, vor und zurück schieben. Es geht wieder nach oben, 15 Sekunden laufen und wieder nach unten in den Liegestütz. Ihr könnt die Arme unterhalb der Schulter halten, Beine lang in die Tiefe, Bauch und Po ganz fest. Oder die Knie aufstellen, Füße überschlagen und dann ebenfalls in die Tiefe gehen. Das ist die leichtere Variante. Und dann geht es wieder nach oben, laufen und alles nochmal von vorne. So, das machen wir jetzt. Wir fangen mit lockerem Laufen an. Zieh die Knie hoch. Es geht los. Knie hoch, Arme mitnehmen. 30 Sekunden machen wir jetzt. Thank you.
Knorkel aufhören. Kniebeuge, gleich das nächste. Atme nicht vergessen. Achtung, die freie Stand. Es geht tief. Stimmt's?
sind wieder in die Tiefe. Meine Anlaufholen. Nochmal von vorne. Juhu! Also Hampelmann. Nach dem lockeren Lauf Hampelmann. Ich hoffe, ihr seid noch alle so fröhlich wie ich mit mir. Laufen. Ihr dürft wieder was trinken. Kleine Kleinigkeit trinken. Bleibt mit der Bewegung. Ich sag die letzten vier Übungen an. Oh, schon die letzten vier Übungen. Und zwar: Erste Übung ist einmal auf der Stelle ganz schnell laufen. Bisschen in der Tiefe, Beine angewinkelt, ganz schnell laufen, Arme mitnehmen, so schnell ihr könnt. Dann wieder locker laufen. Und nächste Übung ist Ausfallschritt nach hinten, links und rechts im Wechsel. Verlagert schön das Gewicht nach hinten. Geht nicht mit der Kniespitze über die Fußspitze. Schön Po zurück. Gewicht nach hinten und nicht nach vorne fallen. Schön zurück. Dann wieder locker laufen. Und dann sind wir beim Bergsteiger angelangt, wieder was am Boden, Hände unterhalb der Schulter, linkes und rechtes Knie nach vorne ziehen, im Wechsel. Hinten immer nur die Fußspitze aufstellen, so, wieder laufen und noch etwas für den Bauch. Und zwar Beine anwinkeln, ihr dürft den Kopf ablegen, Ellbogen aber tief und wir kommen in der Schräge hoch. Rechte Schulter.
Schulter zum linken Knie und führen dabei rechtes Bein tief. Bauch und Po ganz angespannt. Und im Wechsel. Links und rechts. Im Wechsel. In der Tiefe einatmen, nach oben kommen, ausatmen. Okay. Ihr hattet eine kleine Pause. Oder seid hoffentlich aktiv geblieben. Es geht los. Wir laufen wieder unsere 15 Sekunden. Und schnelles Laufen. Thank you.
lockern. So, ihr habt es geschafft mit der Übung. Einmal ganz locker auslaufen. Schultern nochmal ganz locker. Und dann bleiben wir nochmal hüftbreit stehen. Atmen nochmal tief ein. Und aus. Nochmal tief ein. Und aus. Und ein letztes Mal ein. Und aus. Und roll dich Wirbel für Wirbel nach oben. Schultern zurück. Und dann kann ich nur sagen, es war traumhaft mit euch. Wunderschön. Ja, vielleicht sehen wir uns bei einem anderen Video nochmal wieder. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Alles, alles Gute euch. Bleibt gesund. Ja.